Willkommen zur Origami-Party. So, schauen wir uns mal um. Lichtchen aus. Büchlein auf. Irgendwelche Akten. Ja, er hatte wohl eine Marke, also es war wohl mal seine. Ist er ja, er ist ja wohl jetzt kein Cop mehr, weil er ist Detektiv. Da, ein Stückchen kann man sich ja wohl gönnen hier. Und so ein Vorbeuge-Asthma-Ding. Auch nicht schlecht. Okay, dann stehen wir auf. Ja, hier irgendwas. Was steht da? Shirley? Kann das sein? Nix. Also er hat ja jetzt anscheinend erstmal nichts zu tun. Schauen wir uns hier mal um. Hier ist noch was. Das sind wohl Kollegen? Kinder vielleicht? Obwohl, die sind ein bisschen alt. Also der linke könnte vielleicht... Ja, was diese Auszeichnung da bedeutet, weiß ich nicht. Ist ja ehrenvoll abgetreten, da irgendwie sowas, so eine Auszeichnung, dass er irgendwie irgendwas... Er hat ja private Gründe jetzt hier den Origami-Killer zu suchen. Das. Ist er das selber? Ist er das? War der mal so ein fresher Boy? Vielleicht sein Sohn? Also, weiß man jetzt noch nicht alles. Ah, nee, nee, nee. Das Gesicht waschen hier. Sowas geht immer. Wow. Das Bad ist so eng. Ups. Alter. Bad ist so eng, der konnte sich nur auf der Stelle drehen und dann... Hat aber auch so ein... Ich sollte mich doch melden, wenn mir was einfällt. Okay. Kann ich rein? Klar. Setzen Sie sich. Ja,
Ich habe nicht damit gerechnet, sie nochmal zu sehen. Was, wenn sie? Mir ist etwas eingefallen. Vielleicht ist es nichts. Aber ein Brief kam an dem Tag, als Johnny verschwand. Ein Brief? Was für ein Brief? Er war für Johnnys Vater. Ich weiß nicht, was drin stand. Er hat ihn gelesen und war weg. Danach habe ich ihn nie wieder gesehen. Und Sie glauben, der Brief hat etwas mit Johnnys Tod zu tun, richtig? Fällt Ihnen zu dem Brief noch etwas ein? Das heißt, der hat auch so Prüfungen bekommen. Die ganze Zeit aufgehoben. Yep, ist der gleiche Brief. Also die Väter haben also alle so abgeschickt aus dem Carnaby-Bezirk. Ein Tag vor Johnnys Verschwinden. Nichts Besonderes. Außer vielleicht der Adresse. Die Adresse? Von einer alten Maschine. Könnte ein Hinweis sein. Danke für Ihre Hilfe. Ich halte Sie auf dem Laufenden. Ich kann nicht tatenlos rumsitzen, während Sie den Mörder meines Sohnes suchen. Ich habe viel nachgedacht und ich will mitmachen. Bei der Ermittlung helfen. Sie können mir nicht helfen, Lauren. Das ist keine gute Idee. Wirklich. Wenn Sie ablehnen, behalte ich den Brief. Es ist Ihre Entscheidung. Hören Sie, Ermittlungen wie diese sind gefährlich. Ich kann mich nicht auch noch um Sie kümmern. Wie viele Hinweise haben Sie, Mr. Shelby? Dieser Umschlag ist vielleicht Ihre einzige Spur. Verstehe. Sie hat uns an den Eiern. Entschuldigen Sie die Störung, Mr. Shelby. Sie hat uns. Halt. Sie sind schon was Besonderes. Hut ab. Ich bin eine Mutter. Eine Mutter, die den Mörder ihres Sohnes finden will. Also, sind wir Partner? Partner. Interessant. Jetzt fahren wir zu zweit einem Schreiben. Weiß es nicht. Die Adresse. Auf der Adresse war irgendwas. Genau, hier. Von der Adresse, der ist abgeschickt wurde anscheinend. Seltsam. Habe ich es bestätigt? Nee. Zum Geld schwimmen? Was glauben Sie, was das ganze Zeug wohl gekostet hat? Lassen Sie uns später über Kramers Deko reden. Bleiben wir lang hier? Ich finde es hier irgendwie unheimlich. Ich suche Gordy Kramer. Sie bleiben so lange hier. Okay. Okay. Sie sagen, wenn ich helfe. Also drauf hier. Dann beobachten wir erstmal die Umgebung. Ja.
gehen wir mal. Hi! Neu hier? Noch nie vorher gesehen. Na, dann lernen wir uns kennen, Kumpel. Wow, du bist ein netter Kerl. Ich mag dich. Mein Freund, ich mag dich sehr. Der Job hat doch Vorteile. Ich habe einen neuen Freund. So, Dude. Er weiß nicht, wo Gordy Kramer ist. Whiskey pur, kein Eis. Sehr gut. Wegkippen hier. Wir sind Detektiv, kein Cop. Wir können uns hier die Birne zuballern. Wird nicht einfach, Gordy hinter der Mauer von Berufsschlägern zu finden. Jemanden zu finden, der nicht sturzbesoffen oder high ist, wäre ein Wunder. Und ich bräuchte jetzt eins. Warum ist die gottverdammte Musik so laut? Ich kann mich selbst nicht denken hören. Ich habe Lauren länger nicht gesehen. Muss es schon an den Audioeinstellungen rumschrauben. Hey, hübsches Ding. Konzentrier dich auf den Job, Scotty. Alkohol, Weiber und Cokes. Gordy Kramer scheint ein Partylöwe zu sein. Aber okay, es sieht so aus, als müsste ich da durch. Ich muss Gordy Kramer finden. Hier. Hi, ich möchte zu Gordy. Gordy ist gerade beschäftigt. Hau ab! Hey, sag einfach, dass Scott Shelby ihn sprechen will. Okay? Du fängst an, mich zu nerven, Mann. Verpiss dich, oder ich werd sauer. Okay, lass mich nicht durch. Wenn ich zu Gordy Kramer will, muss ich es anders anstellen. Was ist denn jetzt mit Gordy? Er ist oben. Zwei Gorillas stehen im Weg. Soll ich das regeln? Ja, wieso nicht? Mach. Was wollen Sie machen? Mit dem Pumps den Popo versohlen? Ich regle das. Seien Sie nur Stapler, sobald die weg sind. Hey, Lauren. Oh, shit. Miss, sind Sie okay? Wer auch immer. Scheiße. Schon wieder jemand mit einer verdammten Überdosis. Okay, das hätten wir schon mal erledigt. Aber er ist hier hinter der großen roten Tür. So. Okay.
Sind wir hier richtig? Ist er das? Ist das Gordy? Mr. Kramer. Jetzt kommt das Beste. Ich heiße Scott Shelby, Privatdetektiv. Ich ermittle im Fall des Origami-Killers. Ich hätte da ein paar Fragen. Sagen Sie mir, also alle gucken hier Cartoons. Also wirklich jeder. Läuft immer im Fernsehen. Raus! Verstanden? Los, verpisst euch! Was wollen Sie? Ein Zeuge sah Joseph Brown, als er in Ihre Limousine stieg. Er wurde dort das letzte Mal gesehen. Sie wurden verhaftet und verhört. Ihr Vater schaltete sich ein und der Fall wurde zu den Akten gelegt. Erzählen Sie Ihre Version, bitte. Er war allein. Ich bot ihm an, ihn heimzufahren. Die Polizei kam, ich erklärte das Missverständnis und konnte gehen. Das war alles. Nichts Anstößiges, oder? Ich weiß nicht. Ihre Geschichte zieht einfach nicht. Sie reden einen Haufen Schwachsinn. Sagen Sie mir einfach die Wahrheit. Uiuiui. Ich bin der Origami-Killer. Ich hole mir die Opfer ins Auto, ertränke sie in Regenwasser. Ich lege sie irgendwo ab, eine Origami-Figur in der Hand und eine Orchidee auf der Brust. Ich tue das aus Langeweile, Mr. Shelby. Es ist ein unterhaltsamer Zeitvertreib. Nichts weiter. Oh, shit. Ist Ihnen das so recht? Oder wollen Sie mehr? Ende der Befragung. Weg mit dem Clown! So, noch ein Kampf. Ups. Die zwei können nicht gegen mich an. Geht ab, ey. Spiel, Kramer. Kennen Sie meinen Vater? Er schnippt nur mit dem Finger und Sie wachen morgen nicht auf. Sie sollten Angst haben, Mr. Shelby, nicht ich. Krasser Psycho, ey. Ja, er hat uns die Tat gerade gestanden. Krasser Psycho. Ja. So, jetzt machen wir gerade die zweite Prüfung.
dafür gehen wir jetzt hier hinein. Wir müssen hier in so ein altes Kraftwerk rein. Da ist auch schon ein Schmetterling. Dafür müssen wir hier an der Seite durch. Weil das Tor halt verschlossen ist, ist klar. So, jetzt brauchen wir noch einen Weg hinein. Checken wir einfach mal alles ab. Verschlossen. Könnte man natürlich einschlagen, ist hier ja gar nicht das Problem. Da vorne sind ja auch Ziegelsteine. Wieso er es nicht macht, weiß ich nicht. Hier sind überall Schmetterlinge. Also, ich glaube, die wurden ja dann auch reingemacht. Also, nachträglich. Die gehören nicht hier zur Deko. Oh, da. Ups. Schon haben wir Blut hier verteilt. Nice. Ist ja nicht so, dass wir schon genug verwundet sind. So, geht's lang. Oh, wow. Schön durch diese weiß ich nicht was Dinger hier. Alter. Da ist eine Tür. So. Oh nein. Ein schwieriges Ding. Sieht aus wie so ein Verbrennungsofen, so ein Leichenverbrennungsofen. Aber ist es nicht, weil wir sind in einem Kraftwerk. Okay. Wie lange kann er das Streichholz halten? Wie geil ist das denn, ey? Ja, wir müssen jetzt hier rein. Ja, geschlossen. Und wahrscheinlich so abgeschlossen. Wie auch immer. Das Ding ist, wir müssen jetzt hier den Ausgang finden. Das wird übel. Überall Glassplitter. Das ist so krass. Ohne Witz, Glas. Das ist so krass. Glassplitter. Messerscharf. Zurück geht nicht. Ich muss da durchkriechen. Ganz langsam. Sonst reiße ich mir die Arme auf. Das ist der... Die Schmetterlingsprüfung.
So. Die Streichholzflamme. Sie zeigt, woher die frische Luft kommt. Ich muss nur dem Windhauch folgen. Okay, die frische Luft. Schlauer Dude. Dürfen auch nicht zu schnell. Okay. Ihr seht schon, hier manchmal kommen so diese Ränder oben drumrum. Da. Das heißt, der Schmerzlevel ist zu hoch. So, hier ist wieder eine Kreuzung. Links. Lass mal ausruhen. So sehr, wie man hier halt ausruhen kann. So. Rechts sehe ich doch schon Licht. Brauchen wir kein Streichholz mehr. Da ist doch schon Licht am Ende des Tunnels. hier am Ende ist das Spiel gestern abgeschmiert. Ich weiß nicht, ganz schwummrig. Ruhig, ich muss mich langsam bewegen. Sonst werde ich bewusstlos. Also gestern ist einfach das Spiel abgeschmiert. Alter, alles hier am Bluten. Ja, schön rutschen gehen. Und nicht wissen, wo man dann rauskommt am Ende. Ich schätze mal, ich habe keine andere Wahl. Mit dem Kopf zuerst am besten. Ups. L und R verwechsel ich die ganze Zeit. Das ist total behindert. Wir müssen rüber. Offensichtlich. Das wird ein Spaß. Hier fließt kein Strom durch. Da.
Upsala. Alter, jetzt kommt hier schon der rote Rand hier um mich. Kriegt der noch weg? Alter, da wird man ja verrückt von. Sehr intens. Der rote Rand. Muss ich richtig ficken. Nochmal nach links. So, jetzt muss ich nach vorne. So, jetzt haben wir ein Problem. Ja, erst nach rechts und dann nach oben. Der hier scheint ja ganz easy zu sein. Also für ihn. Für mich ist es ja immer gleich, sind ja immer Quicktime-Sequenzen, aber der hier einfach unten durchklettern, durchkrabbeln. Nee, den. Ah, da sehen wir auch schon die Speicherkarte auf der anderen Seite. Der hier scheint auch relativ easy zu sein. Für ihn. Ja, das ist der. Ach so, ich soll loslassen. Hoppala. Die Speicherkarte erwischt. Leben noch. Alles gut. Oh, er ist schon bis zum Hals im Wasser. So, los geht's. Next. Eigentlich hätte er alle mitnehmen sollen und dann kann er die eins nach dem anderen abklappern, aber so muss er immer wieder ins Motel zurück. Eigentlich blöd gemacht. Auch nur gut. Ich würde sagen, wir cutten hier.
Ist eine gute Partlänge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann.